Hallo liebe YouTuber, willkommen zu meinem neuen Video Frühlingskranz. Dieses Mal bin ich ein bisschen im Keller gewesen und habe so alte Kränze entdeckt. Jeder hat ja sowas im Keller. Ist eigentlich eine tolle Basis, aber man hätte das doch gerne im neuen Gewand. Ein bisschen Frühlingsputz und das habe ich auch gemacht. Und ich habe aus diesem alten Weidenkranz, den ich so nie hochgeholt hätte, einen wunderschönen Frühlingskranz gemacht, mit ganz tollen frischen Farben bepflanzt. Das ist also ein richtiger Hingucker, kann man immer wieder was Neues reinpflanzen. Und wie das genau geht, das zeige ich gleich im Video. Lässt sich natürlich mit verschiedenen Frühlingsblühen bepflanzen. Und zum Thema Upcycling gibt ja auch immer viele Ideen. Man kann ja auch Dosen nehmen, kann die schön streichen. Ist auch eine sehr schöne Basis dann für den Kranz. Setze ich mal hier drauf. In dem Fall habe ich eine Narzisse reingepflanzt, die wird auch schön hoch. Hübsch ist natürlich auch, wenn die Pflanzen schön hoch werden und schmal. Die ist jetzt nur so knospig, da ist noch nicht viel dabei. Ein paar Kätzchen dazu gemacht, Weidenkätzchen. Also sehr, sehr schön. Und einmal habe ich es dann einfach eine Nummer größer noch gemacht, weil es soll ja nicht immer so klein sein. Habe ich auch eine Basis genommen, die ich eigentlich so nicht mehr verwenden würde. Und das ist ein Ornithogalum. Auch Milchstern genannt, ein sehr ausdauernder Blüher, eine Zwiebelpflanze. Passend zur Zwiebelpflanze, das war meine Hyazinthenzwiebel, ein bisschen angeschält, habe ich dann als Deko noch drauf gemacht. Und dieser schöne Materialmix, den zeige ich gleich im Video. Vorher aber noch ein kleiner Ausflug zum Thema Engelstrompeten. Ich habe ja im letzten Sommer habe ich gezeigt, wie toll die Engelstrompete blüht, was ich auch nochmal in dem Foto einblende. Und über den Winter, da machen wir immer Stecklinge. Man sieht hier, die haben also auch schon schön gewurzelt, ganz fleißig. Und die haben jetzt diese kleinen Blättchen und die werden also hier gehegt und gepflegt. Schön kühl und jetzt kommt auch die Zeit, wo diese Stecklinge mit den Wurzeln dann so langsam vereinzelt werden müssen. Hier haben wir auch die ganzen Stecklinge genommen und haben sie in eine schöne Schale gepflanzt. Auch die werden wir vereinzeln in einzelne Töpfe. Und die Stecklinge kommen dann, die Töpfe würde ich auch nicht zu klein wählen. Die kommen in diese Töpfe mit ganz normaler Erde. Und erst wenn es frostfrei ist, würde ich die auch rausstellen. Also noch nicht bei Frost, weil sonst würden diese kleinen jungen Blätter kaputt gehen. Und dann so im April, Mai, da ist dann so langsam die Zeit, wo die raus können. Aber wenn die in dem Topf dann rauskommen, noch nicht düngen, wenn die so wenige und kleine Blätter haben, erst wenn die Blätter größer werden, weil die müssen ja den Dünger auch verwenden können. Aber das ist ein kleiner Ausflug zum Thema Engelstrompeten, die ich natürlich immer sehr gerne selber züchte. Und die Vorfahren dieser Engelstrompeten, die kommen aus dem Vogelsberg von einer ganz tollen ehemaligen Engelstrompetenzüchterin. Die gibt es leider nicht mehr, aber ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich die Nachkommen davon habe. Und wir versenden diese Stecklinge auch. Das haben wir auch schon an YouTuber gemacht letztes Jahr. Eine E-Mail an mich und ich kann das gern versenden. In die Videobeschreibung schreibe ich das nochmal rein, weil das geht natürlich um die Zeit jetzt noch. Aber später, wenn die mehr Blätter haben, dann funktioniert das nicht mehr mit dem Versenden. Dann ist es auch zu spät. So, jetzt habe ich auch noch den passenden Draht geholt für das Video, weil das, die Arbeiten, die leben natürlich auch immer von diesen kleinen Details. Und hier sieht man auch an dem Kranz, ich habe so einen schönen goldgelben Draht verwendet. Und wenn das jetzt ein grüner Draht wäre, wie dieser normale, dann sieht es nicht so hübsch aus, weil das lebt einfach im Detail, dass dieser hübsche, elegante Schimmer an dem, von dem Draht, von diesem glänzenden, das die Arbeit so edel macht. Ich habe sehr lange gebraucht, um einen guten Partner zu finden, dessen Floristikartikel ich empfehlen kann. Nun habe ich diesen endlich gefunden und er bietet für dich einen super Vorteil. Und zwar für alle Einkäufe bekommst du 10% Rabatt. Dieser Partner ist Floristik24 und ich zeige dir, wie du dort bestellen kannst.
Du tippst den Artikel wie Myrtendraht Gold ein, suchst den und kannst auf den Artikel klicken, in den Warenkorb legen, dann nur so zum Beispiel noch eine Floristenschere. Das ist die Floristenschere, die ich auch immer sehr gerne empfehle, mit der ich seit Jahren arbeite. Gesucht, gefunden, hier ist sie. Auch diese wird dann in den Warenkorb gelegt und bei Ansicht des Warenkorbes, gehen wir jetzt hier mal drauf, bei Ansicht des Warenkorbes gibt es dann ein Feld unten, das heißt Gutschein-Coupon. Da darfst du einfach nur meinen Vornamen eingeben, nämlich Margit, und dann bekommst du 10% Rabatt auf jeden Artikel. Das ist unglaublich viel. Bei der Gartenschere ist es jetzt mehr, weil die im Angebot ist. Und auf alle deine Einkäufe 10% Rabatt. Und das finde ich ganz, ganz irre. Freue mich und schreib das auch nochmal in die Beschreibung rein. Ja, um diesen Kranz zu machen, schneide ich von der Birke ein paar feste Stücke ab. Ich würde auch immer empfehlen, eine gute Gartenschere, oh, ich lege sie schon aufs Tuch ab, weil ich wurde mal von einer YouTuberin darauf hingewiesen, ich soll die Schere nicht immer auf die Tischplatte ablegen. Ich bin lernfähig, ihr dürft mir sowas gern schreiben. Und ich mache das auch nicht mehr. Und seitdem gibt es hier ein Tuch, damit es auch vom Geräusch her sehr angenehm ist zum Schauen. Ich bemühe mich auch immer, eine schöne Musik drunter zu legen. Also es wird alles in Perfektion gemacht. Ich schlinge die Zweige um diesen Kranz herum. Das mache ich aber auch nicht ganz wahllos, sondern ich versuche, dass es an drei Stellen ein dickes Bündel Birke den Kranz abdeckt. Und um das Ganze zu fixieren, das ist jetzt nun mal die erste Wicklung sozusagen. Um das Ganze zu fixieren, werde ich auch gleich den Draht zur Hilfe nehmen. Aber ich werde immer so nach den Detailschritten gefragt. Also ich lege die Birke an. Es ist ganz wichtig, ach genau, es ist immer gut, dass was kracht im Video. Es ist ganz, ganz wichtig, dass die Birke frisch und biegsam ist. Weil eine Videoschauerin hat mir gesagt, sie hat so viel Draht verwenden müssen. Ja, das musst du verwenden, wenn die Stücke brechen, dann muss man natürlich umso mehr Draht verwenden, um die zu fixieren. Und je frischer die Birke ist und je weicher, desto besser kann man wickeln. Das ist klar und logisch. Und deswegen empfehle ich auch immer, weiche Materialien zu nehmen. Sobald die Birke länger im Hof lag, ist die nicht mehr so biegsam und dann lässt sich das auch nicht mehr so gut arbeiten. Das muss man natürlich dabei bedenken. So, jetzt kommt auch der Zeitpunkt, wo so langsam mal mein Draht mit ins Geschehen kommt, um diese schönen Materialien zu fixieren. Und ich nehme den Draht von der Rolle, weil die kleine Rolle, die geht viel leichter durch den Kranz als dieser Holzstab. Das lässt sich nicht so gut abwickeln, der Wickeldraht. Und es lässt sich mit dem feinen, das nennt sich Myrtendraht, dieser feine Draht, den kann ich leichter verarbeiten. Aber Achtung, bei der Rolle, immer wenn man die ablegt oder wenn man den Draht abschneidet, würde ich den Draht seitlich an der Spule, da ist so eine kleine Rille dran, fixieren, weil ansonsten springt der so richtig auf. Und wer das schon mal erlebt hat mit einer Drahtrolle, der weiß, es macht keinen Spaß. Das ist ziemlich ätzend, weil man kann diesen Draht dann eigentlich kaum mehr gebrauchen. So. Ich nehme als nächstes. So. Und dann, wenn dann so Stücke abstehen, die muss man einfach auch mal entweder reinwickeln oder abschneiden. Da muss man ein bisschen rigoros sein und das sieht am Anfang noch ein bisschen unordentlich aus. Also wer meint, dass da sofort ein ganz akkurater Kranz rauskommt, der kann, glaube ich, so eine Arbeit mit so gemischten Zweigen, der wird sich da schwer tun, weil es ist normal, dass das einfach entstehen muss. Zu den biegsamen Materialien. Ich habe also hier noch eine sehr schöne Weide, so senfgelb. Es ist jetzt auch allerhöchste Eisenbahn, die zu schneiden, weil die treibt natürlich
da sind schon die jungen Triebe dran und die kann man auch hier so abmachen. Also noch geht es, auch wenn man die im Kranz wickelt, aber diese jungen Triebe werden natürlich braun und deswegen ist es ist jetzt einfach Zeit, die zu verarbeiten und ansonsten funktioniert das nicht mehr so einfach. Auch hier dürfen die, genau, ich nehme ein anderes Grün hier im Laden auch gerade mit, ansonsten dürfen die Stücke natürlich nicht zu fest und nicht zu dick sein. Das heißt, ich schneide die anderen einfach raus, streife hier ein bisschen was von dem frisch getriebenen weg. Ich empfehle also schnell ins Gebüsch zu gehen, weil diese wunderschöne Frühlingszeit mit diesen tollen, biegsamen Materialien, die geht leider sehr schnell vorbei. Ich stecke die Zweige immer hier rein und achte darauf, dass ich jetzt direkt, ja, man sieht, dass auch hier der Kranz ist relativ klein und das Risiko ist natürlich, dass die Walde kracht beim Wickeln, was sie auch zum Teil tut. Also die Walde muss schön weich sein und biegsam und ansonsten lässt sie sich nicht so gut schlingen durch diesen Kranz. Und ich schlinge bewusst die Walde neben die Birke, so dass ich möchte immer so gewisse Farbabschnitte wickeln oder verarbeiten. Und das gelingt mir natürlich nur, wenn ich die Materialien etwas komprimiere. Ja, komprimieren ist, glaube ich, der beste Begriff. Weil ich möchte ja diesen schönen Regenbogeneffekt erzeugen. Wenn da ein paar festere Stücke sind, die hier, entweder abschneiden oder einfach rausschmeißen, die lassen sich auch nicht so leicht hier dann verarbeiten. Und wenn hier noch Birke raussteht oder die restlichen, dann schneide ich die einfach weg. So. Ich denke, es ist am einfachsten, wenn man die Materialien immer nach dem Wickeln, ich habe nach der Birke bin ich mal mit dem Draht drüber, nach der Weide gehe ich jetzt auch mal mit dem Draht drüber, wenn man immer nach einer Materialart wieder fixiert, weil ansonsten ist das schwer zu handeln, vor allem wenn man das nicht öfter macht. Ich mache das ja öfter und ich liebe diese Wickeleien heiß und innig. Und es macht auch gar nichts aus, wenn da mal ein Loch entsteht, weil es gibt ja auch noch Moos. Und wenn hier auch ein Zweig raussteht, super, wenn es im Video so ist, dann schneide ich den einfach ab und kann am Schluss einfach mit ein bisschen Moos, wenn ich möchte, die Lücken füllen, beziehungsweise bei diesem Kranz ist jetzt das ist Weidenrinde, der Kranz, der alte, den ich hier gefunden habe. Das Material finde ich jetzt eigentlich ganz schön und das würde ich auch durchaus mal durchspitzeln lassen. Das kann man auch bei einem Strohrömer, kann auch das Stroh mal durchspitzeln. Das ist also ganz lässig zu sehen. Letztes Jahr habe ich ganz viele Videos gedreht mit Chinaschilf. Ich habe den Chinaschilf im Garten abgeschnitten und habe die weichen, hier kommen wir wieder zum Thema weich und biegsam. Ich habe die weichen Teile aufgehoben. Ich habe mir gedacht, auch das ist zu schade zum Wegschmeißen. Irgendwas fällt mir damit ein. Klar, gesagt, getan. Der ist jetzt aber relativ kurz und da gehe ich tatsächlich gleich mit dem Draht hinterher und wickel. Weil der macht sich sonst selbstständig. Ja, und damit jetzt ein bisschen was Grünes noch dabei ist und was Frisches, gibt es noch Heidelbeere. Heidelbeere ist auch ein Grün, das sehr, sehr schön hält. Das lässt sich ganz toll brechen. Ja, das muss also gar nicht geschnitten werden mit der Baumschere. Das kann man einfach nur brechen und kann das damit verarbeiten. Und es ist schön flexibel. Die trockenen Stückchen kann man rausbrechen. So. Und mit der Heidelbeere möchte ich noch so diesen saftigen, grünen, frischen Look erzeugen, der mir unglaublich wichtig ist auf diesem Kranz. Na, hier ist also dieses Farbspiel schon sehr, sehr schön zu erkennen.
Und dann gehe ich an der anderen Seite noch mit dem Rest Heidelbeerrech. Hat also nur 2-3 Zweige. Das ist sehr ökonomisch, das Ganze. Braucht da tatsächlich nicht viel. Aber die trockenen Stücke von der Heidelbeere, die fliegen auch in den Grünmüll. Die werde ich natürlich nicht verwenden. Klar. So, fertig ist mein Kranz in den fast wie in den Regenbogenfarben. Und wirklich schön zu erkennen nebeneinander die Birke, die Weide, der Chinaschilf, die Heidelbeere. Also alles schön abwechselnd, nicht gefächert übereinander wickeln, sondern schön in dicken Strängen einzeln wickeln. Man sieht hier auch noch jetzt die Weidenrinde durch. Man kann optional, wenn man sagt, oh, die Weidenrinde gucke ich nicht so gern an, dann kann man natürlich ein bisschen Moos nehmen, ein schönes Plattenmoos, und kann das nochmal kleben oder einfach nur dazwischen schieben. Weil wenn das Moos nicht mehr so schön ist, dann lässt sich es auch einfach wieder rausnehmen. Das muss also gar nicht immer alles fixiert werden. Dann lässt sich es auch viel leichter und schneller wieder austauschen und neues Moos einfügen, ein bisschen auffrischen. Das geht also ganz, ganz easy dann. Ja, bepflanzen wollen wir das natürlich gern. Ich habe jetzt als Unterlage habe ich auch schon mal eine Schieferplatte. Das ist Schieferbruch. Da kannst du eigentlich auch mal einfach beim Dachdecker fragen. Das ist so ein bisschen unegal. Du bist schon wieder online? Mhm. Ah, okay. Dann. Ich brauche erst eine Pflanze. Ich habe die anderen Kränze mit Frühlingsblühen bepflanzt, optional für drinnen oder draußen. Diesen wollte ich gerne eigentlich mal nach draußen stellen. Das heißt, ich habe ein Stiefmütterchen ausgesucht, ein schönes buntes, und das will ja auch raus. Die wollen nicht so gern drin sein. Das kann man jetzt einfach hier reinstellen. Das habe ich genau richtig passend gemacht. Cool. Das klappt nicht immer so. Und ich würde den Übergang von dem Kranz zu dem Topf, würde ich auch in dem Fall wieder nicht kleben. Einfach nur ein bisschen Moos dranlegen, und wenn dieses kleine, es ist ja kein Stiefmütterchen, es ist ein Hornpfeilchen, das mit den kleinen Blüten, wenn das gewässert werden muss, kann man es einfach rausnehmen und tunken und kann es dann wieder in den Kranz reinsetzen. Also es ist sehr, sehr praktisch. Hornpfeilchen sind auch, ich habe mich mit der Gärtnerin unterhalten beim Großmarkteinkauf gestern, Hornpfeilchen sind auch ein bisschen pflegeleichter als die Stiefmütterchen, weil mit den kleinen Blüten sind die nicht so schnell beleidigt oder gehen nicht so schnell kaputt, wenn da mal ein bisschen Regen oder Schnee drauf fällt. Also wenn du was pflanzen möchtest mit Farbe, was Hübsches für draußen, würde ich Hornpfeilchen empfehlen. Und dann habe ich noch was unheimlich Schönes für Ostern, sind wir am Sammeln. Wir haben ganz tolle Eierschalen. Also man kann eigentlich die Eierschalen jetzt einfach nur die Schale so ein bisschen dran gelegt oder geklebt. Und das Schöne ist, also das ist jetzt eine Eierschale vom Blauleger. Es ist interessant, dass es der Blauleger ist, obwohl die grün sind. Und das ist der Grünleger und das ist der Schokoleger. Also es ist in der Tat, dass die Hühner so heißen, sich so nennen. Und es sind auch noch die Hühner von der Mitarbeiterin. Wir haben ganz tolle Mitarbeiter. Die eine näht Herzen, die andere hat tolle Hühner. Jeder hat hier, bringt hier ganz natürliche, tolle Sachen ein, super Fähigkeiten. Und man braucht gar keine künstliche Deko für Ostern. Man kann einfach ein paar Spiegeleier in die Pfanne hauen und kann dann diese Eierschalen so toll verwenden. Und die müssen auch gar nicht immer so offen sein. Ich würde die auch mal andersrum drehen und solche Splitter auf dieses Nest machen. Auf Federn würde ich jetzt in dem Fall verzichten, weil wenn es regnet, dann kleben die nur zusammen. Das ist auch gar nicht schön. Und wenn man hier solche Brösel hat, dann kann man zum Beispiel auch was ganz Tolles machen, indem man Heißkleber nimmt und diese Brösel drauf streut nur. Und dann gibt es natürlich optional noch die hübschen kleinen Wachteleiern. Aber ich finde, man braucht gar nicht immer solche Massen. Es ist auch völlig in Ordnung, wenn so ein paar Kleinigkeiten auf so einem hübschen Kranz sind und einfach schöne, dezente Eyecatcher. Und die Wachteleier
Die spare ich mir in dem Fall. Ja, und das. Das war jetzt mein Video zum Thema Frühlingskranz. Upcycling eines alten Kranzes aus alt nach neu ist ja voll im Trend. Man muss immer was Schönes wieder machen und mit diesen tollen Naturmaterialien. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Nachmachen. Ich schreibe dir nochmal die Bestelllinks zu diesen schönen Drähten, zu diesem Myrtendraht schreibe ich nochmal in die Beschreibung auf jeden Fall. Ach, es gibt ja viele Sachen, die ich immer reinschreibe an Arbeitsmaterialien. Und achte auf jeden Fall auf biegsame, weiche Materialien, weil sonst hast du nicht so viel Spaß beim Arbeiten, wenn diese Äste immer krachen. Und ich freue mich auch immer über Kommentare, wenn was nicht so klappt, weil dann weiß ich auch besser, was ich erklären soll und an welchen Sachen es hakt, weil die bringe ich dann in den nächsten Videos ein. Vermutlich erkennen sich ein paar an den kleinen Kommentaren und an den Erklärungen. Ich freue mich also über einfach ganz viel Leben auf meinem Kanal. Und in diesem Sinne, bis bald, ganz liebe Grüße und viel Spaß beim Nachmachen von deiner Margit. Tschüss!